Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, 18 Uhr am 20.04. Die letzte Folge, naja. Es ist immer noch nicht klar, was ich jetzt machen darf, wenn ich krankgeschrieben bin. Weil ihr könnt euch sicherlich an mein Krankenhausvideo erinnern. Der Arzt hat gesagt, im Innendienst dürfte ich eigentlich einiges mehr machen. Als, ja. Aber okay. So, das ist der Goodie. Keine Ahnung, wer das ist. Der schreibt mich ganz nett an. Schöne Grüße an dich. Hier ist ein treuer Abonnent von mir. Also. Gut. Machen wir es noch einmal so. Wie gesagt, ist es halt ein bisschen schwierig. Bei 2 Wochen in Dienst kann ich verstehen, für das, was mir passiert ist. Ja, ich glaube, da habe ich mich selber reingezogen. Nach dem, was ich dem Arzt gesagt habe, in dem Birnenbaum. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass ich quasi auch kein Geld bekomme, wenn ich im Dienst bin. Ich habe es nämlich gestern zum Beispiel, ich müsste eigentlich 1.300 € halbstündig bekommen. Jetzt bin ich nämlich im Kopf so weit, ich bin ja krankgeschrieben, also bekomme ich kein Geld. Aber offiziell sollte ich ja Geld bekommen, auch wenn ich krankgeschrieben bin. Das werde ich heute mal beobachten und ihr könnt es ja mitbeobachten. Wir haben es jetzt 18:02 Uhr. Eigentlich müsste ich ja um 18:30 Uhr Geld bekommen. Also das müssen wir dann schauen. Ja. Heute um 20 Uhr ist eine kleine Besprechung mit Ernennung, Ehrung, so dies und das. Ja. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich hatte erst überlegt, ich gehe erst um 19:30 Uhr online für ein neues Video. Jetzt schaue ich mal eben. Weil ich habe nämlich gerade ein Video hochgeladen. Da gab es ein bisschen Probleme mit der GEMA. Ihr seht ja gerade eh noch das Intro, oder? Gut. Gut. Dann kann ich das schließen hier. Channel switched. Sandel schwitzt. So. Ich frage einfach nicht, okay? Genau, einfach weiterfahren, danke. Wie soll ich weiterfahren, wenn ich kein Fahrzeug habe? Aber ist okay. Ja, hier ist eine Garage. Ja.
Na, ich warte mal eben. Ah, sehr schön. Komm ein bisschen spät, aber okay. Hi. So schön. Genau, kurze Information. Der Dispatch, der kam gerade von mir. Da standen gerade am Parkplatz 7 bis 8 Leute mit Fackeln in der Hand, maskiert. Genau, die sind nämlich, glaube ich, jetzt gerade auf dem Weg dahin. Und dann bin ich mit meinem grünen Auto auf ist Parkgarage gefahren und dann sind die fluchtartig abgehauen. Ja, Problem ist, mein Vorgesetzter ist das gar nicht da, also ich kann gerade gar nichts machen. Die Kollegen sind aber gerade schnell unterwegs hin. Sollte Okay. mein Vorgesetzter sein, werde ich Ihnen das alles so weitergeben. Oder Sie können auch gerne hier warten und gleich eine Anzeige gegen die Herrschaften machen, Nee, die Anzeige gegen Unbekannt, ich wenn Sie brauche keine möchten. Anzeige machen, weil mir ist es ja eigentlich egal. Es geht ja einfach nur um den Schutz der Bürger. Ich Ja. weiß halt nicht, was die vorhaben. Ja, das ist richtig. Wir werden uns halt auf jeden Fall darum kümmern. Wissen Sie, welche Autos Sie hatten oder waren die zu Fuß einfach da? Also ich weiß nicht, ob das ein Honda Civic war. Es war auf jeden Fall ein Viersitzer mit Spoiler. Na, ich weiß nicht, ob ich die Frau schon mal gesehen habe mit Maske. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Eine Ich weiß. Frau mit Maske, alles klar. Also ich habe eine Ja. Frauenstimmung erkannt und eine Männerstimme. Wie viele Personen waren? Welche Personen waren es ungefähr? Also ungefähr eine Vermutung hätte ich. Ich glaube, ich habe Angel Harris mal im ADAC mit der Maske gesehen. Aber ich weiß es halt nicht. Ich bin mir halt nicht hundertprozentig Ja, warten sicher. Sie. Ich muss einmal kurz mitschreiben. Ich kann mir das nicht alles merken. Alles gut, alles gut. Ich habe Zeit, ich bin noch nicht im Dienst. Die haben wir immer noch bei der Feuerwehr. Ja. Ja, ich bin ihr Ex-Vorgesetzter, sagen wir mal so. Was für Lanze? Nee, ich bin der Kevin Bauer. Auch gut. Ah, Sie sind freiwillig gegangen, oder? Nee, ich wurde tatsächlich gekündigt. Achso, der Gräuel ist auch wieder gekündigt worden, zur Info. Ja, das war mir auch bewusst. Wir arbeiten jetzt beide hier. Na, also Also ich bin. wie viele Leute waren es ungefähr? Am Anfang waren 2, dann kamen noch 2 dazu und irgendwann waren es 6. Also 6 Personen. Genau, also 4 hatten auf jeden Fall eine Fackel in der Hand. Wie viele, also konnten Sie jetzt genau einschätzen, wie viele weiblich waren, wie viele männlich? Also ich habe am Anfang einen weiblichen gesehen und einen männlichen. Um keinen Stress zu machen, bin ich auf die Parkgarage gefahren mit dem grünen Auto, um weiter zu beobachten. Also da sind die halt Alles abgehauen. klar. Also auf Weil jeden Fall ein männlicher, also würde ein ich jetzt weiblicher. sagen, 5 männliche und ein weiblicher. Genau, also meines Ermessens. Das Auto, ein Honda, was, Ich ne? weiß, ich würde auf den Honda tippen. Aber ich weiß es nicht, ob. Honda. Auf jeden Fall eins mit Heck-Spoiler. Ich war halt zu weit weg, um das zu sehen. Ich war halt auf der Parkgarage. Ein Honda. Welche Farbe ungefähr? Wissen Sie noch Ich eine konnte es halt Farbe? nicht sehen vom Weiten. Okay, gut. Also Also. 6 Personen mit Fackeln. Genau. Also 4 auf jeden Fall und der Rest keine Ahnung. Der Beamte, sind Sie der von vorhin, der von vor der Wohnwende?
Mich auch. Ja, ich war dabei tatsächlich. Sie können sich schon mal reinstellen. Der Herr Lanzer ist gerade noch nicht da. Alles gut. Servus. Naja, ich wollte Ihnen das nur sagen, damit, falls jetzt gleich was passiert hier in der Stadt, dann haben Sie mich schon mal anders da. Die werden tatsächlich gerade auch, die Beamten werden gerade tatsächlich verfolgt. Wir müssen ja eingreifen. Okay, dann, Jalla. Gut. Guten Dienst! Ich habe das im vorigen Video schon mal gesagt. Links läuft bei mir in Livestream auf dem Fernseher Große Pond von News Germany. Da fliegt er von Köln nach Chicago. Da gucke ich zwischendurch ein bisschen links rüber. Fokus ist natürlich auf dem RP. Ihr habt ja gemerkt. Och nö. Ich sag das nicht wahr ist. Wie viel diesmal? Eigene Rechnung. Okay, 30. Rechnung bezahlen. Karte. Tschüss. Egal. Gut. Siehst du das gerne? Na, no, das tut nicht so besser, so, oder, ja. Egal, vergiss. Bist du ein hochrangiger? Stopp mal, ich guck mal eben auf deine Binde, auf dem Arm. Ne, du bist Brandmeister, okay. Ja. Okay. Hast du eine Ahnung? Ich bin ja aktuell krankgeschrieben. Habe ich denn Anspruch auf Geld? Weil irgendwie krieg ich seit anderthalb Tagen kein Geld mehr. Ich weiß nicht. Okay, gut. Es könnte gleich einen Großeinsatz geben. Die Polizei wird verfolgt von 4 Maskierten. Oh. Ja, die habe ich gerade am Parkplatz gesehen, am Park. Da standen die mit 6-7 Fackeln rum. Dann bin ich zur Polizei, habe das gemeldet und jetzt werden die verfolgt. Also es kann sein, dass wir gleich hier richtig Action bekommen. Wer mag es mir auf dem RTW? Oh, what? Ich bin krank gemeldet, in Dienst. Achso. Also, ich weiß nicht, ob ich im Dienst bin oder so, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall könntest du gleich richtig Spaß bekommen. Das heißt, du solltest gucken, dass du dein Gerät richtig voll hast. Weißt du, was deppert ist? Ja. Ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich das Tablet, gell? Das den Fire nicht, gell? Ja, funktioniert nicht, ich weiß. Kommst du nicht rein? Na, die Sache ist, und da kannst du das höchst ja die Live-Map, gell? Ja. Und da ist jetzt nicht weit von uns auf ein Notruf gerade reingekommen. Ja. Und da ist bewusstlose Person. Ja. Aber wenn ich jetzt in die Leitschläge gehe und in die Einsatzliste gucke, da sehe ich gar nichts. Ich guck mal eben, ob ich was sehe. Warum bin ich nicht im Dienst? Ich bin doch im Dienst. Dann musst du wahrscheinlich dort auch eben beim Eingang einer schauen. Hab ich doch. Und da war es im roten Kreisel. Ich bin verwirrt. Okay. Ich glaube, hier gibt es einen kleinen Fehler im System.
bin verwirrt. Was geht's noch immer nicht? Nee, das Ding ist, eigentlich bin ich im Dienst, aber ich bin eigentlich nicht im Dienst. Herr Kempis, ich glaube, hier ist ein Fehler im System. Achte mal. Achso, hast du ein Bart? Nee, du hast keinen Bart. Nee, Herr Meier, hi. Ja, was ist? Kurze Frage. Ich war jetzt Tage im Dienst und habe keinen Lohn bekommen. Wenn ich krank bin, kriege ich dann keinen Lohn? Da muss ein Fahrzeug eingetragen sein dafür. Ah, ich kriege nur Lohn, wenn ich auf dem Fahrzeug eingetragen bin. Ja. Okay, weil ich jetzt seit 1,5 Tagen, mir fehlen bestimmt so 10.000 Euro. Okay, gut, dann ist natürlich klar. Gut. Geil. Gut, dann weiß ich, warum ich kein Geld bekommen habe, aber dann ist es erstmal geklärt. Gut, dann weiß ich Bescheid. Alles Klärchen. Jo, ich bin im Innendienst. Welches Fahrzeug kann ich denn dann nehmen? Wahrscheinlich gar keins. Ja, ich muss gleich mal gucken. Wir haben was, das nennt sich Verwaltung. Dann kannst, ich schau mal, wer ist gerade Leitstelle eigentlich da? Nee, ist nix da, ich bin alleine. Super, wo ist denn der Rest jetzt alles? Na, kurze Information, wir können gleich einen riesen Einsatz bekommen. Die Polizei wird von 4 Maskierten verfolgt. Die Polizei? Die Polizei wird verfolgt. Ich war nämlich gerade am Park, da standen 6 warte, Leute. Warte. Ist zu? Nee. Okay, da haut gerade einer ab. Geil. Ja. Der hat die Kofferräume nämlich gerade. Geh mal rein, der hat eine Waffe gehabt. Okay, gut. Ich wollte sie nur gesagt haben. Okay, gut. Dann wissen Sie jetzt, dass wir eine Gefahrenlage haben. Gut. Ja, es war nämlich so, ich war am Würfelplatz und der weiß, dass ich bei der BF bin. Und die hatten halt 6 Fackeln in der Hand. Oh, hier ist Baustelle, okay. Und dann bin ich zur Pool gefahren, hab bei der Pool gemeldet und jetzt wird die Pool quasi verfolgt von Fahrzeug. Okay. Und ich weiß nicht, ob er dazugehört. Kann ich schlecht sagen. Ich auch nicht, deswegen habe ich dies jetzt gemeldet, weil du gerade der Ranghöchste bist, oder? Aktuell schon. Okay, dann weißt du auf jeden Fall Bescheid. Ich weiß nicht, ob wir sollten auf jeden Fall gucken, wenn wir oben die Besprechung haben. Ich weiß nicht, ob die mit den Helis reinkommen können. Übers Dach. Da oben ist gesperrt. Okay, also da sind wir schon mal safe. Okay, gut. Ja. Okay. Gut, dann wissen Sie schon mal Bescheid, das ist schon mal gut. Die Polizei weiß auch Bescheid, da habe ich es gemeldet. Und dann kam direkt der Call, Polizei verfolgt. Es war jetzt innerhalb von 15 Minuten. Warte mal, Polizei verfolgt. Kaum. Nein, die Polizei wird verfolgt. So. Okay. Ich bleibe ein bisschen im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, wir kriegen gleich einen Schusscall. Da ist keiner mehr. Ich würde aber dennoch hier drin bleiben. Okay, gut. Achso, okay. Ich bin weg, kann dran rückwärts. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, okay. Musst du. Na, ich habe es gemerkt. Wenn ich schon gezielt Tore aufmache. Ich habe gedacht, du wolltest nur an die frische Luft, okay. Deswegen bin ich zur Seite gesprungen. Alles nee, gut. Ich fahre jetzt mal alle Autos hier rein. Also sicher, ja, sicher. Soll ich helfen oder nee, ich bleib lieber drin. Nee, es geht schon. Also kurz zur Information, das was ihr gerade gesehen habt, ich habe
keine Ahnung. Aber, wenn er gerade sagt, der Meier, da war ein Mercedes mit Waffe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich nach Raubs genommen werde, aber okay. Hoffen wir erstmal das Beste. Microphone activated. Kriegen Sie es hin? Okay. So, dann stehen die hier nicht immer draußen. Dann sind sie auch sicher, dann kriegen die auf jeden Fall keine Kugeln ab, falls sie was kommt. Dass ich hier darf eigentlich generell nicht geschossen werden. Okay, ja. Meinen Sie, die Leute halten sich dran? Sollten sie sich eigentlich, ansonsten stehen hier gerne mal andere Leute noch mit dabei. Ist doch gut. Und vor allem müssen sie auch einen triftigen Grund haben, hier zu schießen. Und wenn wir denen nichts tun, dann dürfen sie es sowieso nicht. Dann ist doch gut. Mikrofon muted. So, ich habe mich jetzt mal in den Raum gestellt. Ich glaube, das wird eine extra Folge. Deswegen ciao mit Frau Robin. Tschüss.